Postkarten als Zeichen der Solidarität. In der Galerie Morgenland werden internationale Ansichtskarten aus der Zwischenkriegszeit ausgestellt. Gesammelt aus unterschiedlichen Ländern scheinen sie auf den ersten Blick nicht zusammenzupassen. In einem Punkt gleichen sie sich jedoch. Sie alle vermitteln politische Botschaften. Es geht um eine neue Epoche. Der Erste Weltkrieg ist zu Ende. Es beginnt eine neue Zeit. Die Arbeiterbewegung findet mehr zu sich, findet neue Formen des Kampfes, hat ein neues Selbstbewusstsein entwickelt und die Antikriegskräfte haben ebenfalls stark zugelegt. In dieser neuen Zeit verbreiteten sich politische Bildpostkarten in Windeseile. Antikriegsinitiativen, politische Parteien, Frauenorganisationen. Die Herausgeber waren divers. So auch die Ausstellung. Unter den internationalen Exponaten lassen sich auch viele Karten mit Deutschlandbezug finden. Vom Ausland her wurden auch oftmals Protest- und Solidaritätspostkarten an deutsche Dienststellen, also an Nazi-Dienststellen geschickt mit den Forderungen, lasst Thälmann endlich frei oder setzt die Angeklagten im Reichstagsbrandprozess endlich auf freien Fuß. Man wollte den Behörden in Deutschland zeigen, wir sehen zu, was ihr da treibt. Ihr seid nicht unbeobachtet, wenn ihr Kriegsgegner vor Gericht stellt, hinrichtet oder ins KZ steckt. Systemkritik mit der Post versenden? Zu Zeiten des Faschismus keine Option. Im Ausland gedruckt wurden die Karten illegal eingeschleust. Heute unvorstellbar, inhaltlich aber immer noch aktuell. Es gibt Postkarten mit antifaschistischen Motiven, die auch in die heutige Zeit passen. Gerade wir leben in Zeiten vieler Kriege und Flüchtlingskatastrophen. Und wer durch diese Ausstellung geht, der wird eindeutig auch solche Postkarten finden, die in die heutige Zeit passen. Die Ausstellung Große Solidarität im Kleinen ist eine Kooperation der Willy-Bredel-Gesellschaft und der Geschichtswerkstatt Eimsbüttel. Die Postkarten sind noch bis zum 29. November in der Galerie Morgenland zu besichtigen.